Ich hab mich am Karton geschnitten. Hallo, jemand. Komm, du wolltest Mitleid von der Community. Ja, ich bekomme nicht genug Mitleid von meiner Frau, deswegen. Ich hab mich da am Karton geschnitten. Da. Alle mal bitte jetzt eine Runde in die Kommentare. Na, Oh, guck, wie traurig der ist. Ich drehe euch auch rum, damit ihr mich auch sehen könnt. Hallo! Hallo, ihr lieben Wesen. Wir waren einkaufen. Katzen-Content. Sag mäh. Gut. Hast du fein gemacht. Das kann ich mal fein. Sag mäh. Die mäh. Mäh. So, alle mal eine Runde kuscheln. Zacki, zack. So, fertig? Nein. Okay. Gut, wir haben eingekauft für rund 143 Euro. Eigentlich ein bisschen mehr. Wir hatten noch ein bisschen Leergut, was wir weggebracht haben. Und es sind viele Sachen dabei, wo ich noch nie gekauft habe. Zum Beispiel da diese Bowlingkugel da. Habe ich noch nie gekauft. Und da hinten stehen so ein paar Sachen, die habe ich auch noch nicht gekauft. Und jetzt zeige ich euch im Einzelnen, was denn geworden ist. Der Kater zerkratzt gerade das Katzenstreu, was wir nicht gekauft haben. Das steht noch stand noch im Keller. So, wir fangen an. Wir haben eine große Packung Toilettenpapier. Das sind 16 Rollen Toilettenpapier. Wir kommen sehr lange mit Toilettenpapier aus, deswegen seht ihr hier so selten Toilettenpapier. Aber da ist es, Toilettenpapier. Ja, dann kommen wir jetzt wieder 3 oder 4 Monate mit aus. Ja, geh mal auf Seite. So, einmal Trinkschokolade, also Kakao haben wir geholt. Dann durfte wieder mit Kaffee, obwohl der Ehemann hat noch ein paar Pets, aber ich habe gedacht, wenn wir jetzt einmal unterwegs sind, kann ich auch direkt nochmal Kaffee kaufen. Die bösen Eier habe ich geholt, 4-mal, also 40 böse Eier. Böse. 2 Dosen Ravioli für den Ehemann fürs Angeln, der geht nämlich bald wieder zum Angeln. Nächstes Wochenende. Ja, das nutzt jetzt nichts, weil die gucken ja unterschiedlich das Video. Dann ist das nächste Wochenende vielleicht schon Vergangenheit oder das nächste Wochenende ist das Wochenende, wo die es gerade gucken. Nein, die gucken alle regelmäßig. Die wissen schon genau, welches Wochenende. Okay, also übernächstes Wochenende geht der Ehemann angeln. So, ich habe Gnocchi oder wie auch immer ihr das nennt. Bei uns heißen die Gnocchi. Das G ist stumm. Gnocchi. Gekauft, 3 Pakete, weil das ist aus Kartoffeln, wer das noch nicht wusste. Es sind Kartoffelpüreebällchen und ich vertrage anscheinend keinen Weizen mehr. Ich habe dann unfassbar Probleme, also verzichte ich jetzt auf Nudelgerichte und mache mir stattdessen dann ein paar Gnocchi. Ja, das dazu kurz erklärt. Dann durfte mit echte Hefe, frische Backhefe, habe ich noch nie in meinem Leben gekauft. Jetzt habe ich direkt 2 Klötze gekauft. Ja, und zwar habe ich die gekauft, weil ich jetzt selber gerne Brot backen möchte, weil ich ja dann offensichtlich auch kein Weizenbrot vertrage. Da ist auch noch einmal Trockenhefe. Aber ich wollte das jetzt mit Frischhefe mal ausprobieren und dann zum richtig tollen Bäcker hier werden. Da ganz viel Mehl zum Bäcken. Da habt ihr noch mehr Katzen-Content, weil die Katze liebt es, in die Taschen zu gehen. Dann kommt der Nächste und gleich wird sich hier wieder geprügelt. So, weiter geht's mit Uffschnitt. Hähnchenbrustfilet. 2 Packungen. Und hauchzartes Hähnchenbrustfilet. Also das hier sind so richtig dicke Scheiben. Und das da ist zartes. Das sind so hauchdünne Scheibchen. Ganz toll. Ja, Hähnchen ist besser als Salami. Als anderer Aufschnitt. Ich möchte das essen. Weiter geht's mit Putenzwiebelmett. Der Ehemann wollte wieder Zwiebelmett haben. Dann haben wir direkt 3-mal Zwiebelmett geholt. Für mich, für eventuell Rührei oder für mit den Gnocchi und einer Proteinsoße oder sowas, dann ein bisschen Speckwürfel oder für Brötchen mit Speck habe ich mal 2 Pakete Speckwürfel geholt. Ja. Mettenten für irgendwas mit Mettenten. Ich habe Kartoffeln, ich habe Möhren, vielleicht gibt es dann Moorjubbel.
Also Möhren untereinander mit Enden. So. Dann durfte mit Hähnchenbrustfilet. Die Packung ist schon offen. Die ist gerade aufgegangen. Hoffentlich ist es noch gut. Gut, also zweimal Hähnchenbrustfilet werde ich auf jeden Fall eins von einfrieren und das andere dann halbieren. Also es sind zwei Stücke sind da drin. Dann werde ich drei Stücke einfrieren und eins werde ich mir heute oder morgen machen. Vier Packungen Hähnchenleber, tiefgefroren. Ich finde sie lecker, sonst ist die hier keiner. Also ist das alles für mich. Wenn die alle das gute Zeug mögen, Pech. Prinzessböhnchen hatte ich auch mal Lust drauf. Die werde ich mir dann auch mit irgendwas von dem hier zusammenstellen. Ich habe noch keine Ahnung. Aber Gnocchi mit Prinzessböhnchen, ein bisschen Hähnchen und so sollte ja auch lecker sein. Hüttenkäse oder Hirtenkäse oder Körniger Frischkäse, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Das war im Angebot für, ich glaube, 89 Cent das Töpfchen. Und dann habe ich halt diesmal von, Gerweis oder so, vier Stück mitgenommen. Weil die im Angebot waren und ich mir gedacht habe, da kann ich noch ein bisschen Geld sparen. Es durfte zweimal Protein... Pistazien-Style-Mousse und Chocolate-Mousse. Also jeweils ein Mousse. Zwei Musen durften mit. Ja, für zwischendurch. Der Ehemann hätte gerne wieder Chips. Da hat er seine Chipse. Bitteschön. Ja, diesmal wieder andere, weil die, Chipse. Die ich eigentlich haben will, waren wieder nicht da. Ja, die waren alle ausverkauft. Wir waren sogar drin im Laden und haben extra geguckt. Es war keine Chipse mit Chili, Cheese, Gedöns da. Viermal Roggenvollkornmehl, weil ich habe mir sagen lassen, dass Roggenvollkornmehl besser ist als Dinkelvollkornmehl. Also habe ich viermal Roggenvollkornmehl geholt, damit es meiner Verdauung hoffentlich bald wieder besser geht. Da ist der böse Zucker für den zuckersüchtigen Ehemann. 3 Kilo Raffinadezucker für das Ehemanns Kaffee. Oh. Ja, oh. Einmal Sonnenstern-Grieß von Aurora. Weichweizen diesmal, Hartweizen habe ich schon da. Ich wollte mal wissen, was der Unterschied ist. Ich kenne es nicht. Ich habe noch nie Weichweizen-Grieß hier zu Hause gehabt und habe mir gedacht, diesmal kaufe ich den. Kostet beides dasselbe, von daher probieren wir den auch mal aus. 4 Packungen Haferflocken, weil der Sohnemensch und ich ja gerne Haferflocken essen und ich da auch Mehl draus mache zum Backen. Deswegen 4 Packungen, die gehen bei uns relativ schnell weg. Dann durften noch 3 Liter 3,5% Milch, weil der Ehemann jetzt gerne die trinken möchte. Habe ich also 3-mal Milch für den Ehemann eingepackt. Dann, ich weiß nicht, wer es kennt. Ich kenne es noch nicht. Ich habe es schon oft in YouTube-Videos gesehen von YouTubern, denen ich zugucke. Kimchi, koreanische, was habe ich jetzt gesagt? China-Kohl. Das ist wohl ein koreanisches Gericht gegessen. China-Kohl-Zubereitung, pikant gewürzt und fermentiert. Ich wollte es mal ausprobieren, ob mir sowas schmeckt. Und dann kann man das ja bei Gelegenheit vielleicht dann auch selber machen. Ja, ist eine kleine Dose. Sind drin 160 Gramm. Ich habe mir gedacht, besser sowas Kleines mal zum Probieren, weil ich kenne sonst niemanden, der sowas isst. Und das wird probiert. 3-mal von Deli wieder die Family Margarine. Damit es uns nicht mehr passiert, dass die ausgeht. So, jetzt kommen wir zum gesunden Teil. Jetzt... Abgesehen von dem Katzenfutter, das ist alles gesund. Ich habe mir ein kleines Tütchen Snackmöhren geholt, weil ich die ganz lecker finde. Babymöhrchen. Ja, Babymöhrchen. Und ja, für so im Salat oder so, oder einfach so, wie gesagt, für zwischendurch mal zum Snacken. So ein kleines Möhrchen ist halt besser als direkt so ein großes Möhrchen. Also, kleine Möhrchen. Dann... Mein Mann sagt, es ist eine sehr große Orange. Es ist aber keine Orange, es ist eine Pampelmuse. Wer von euch weiß, was eine Pampelmuse ist? Mein Mann kennt das nicht. Ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben, was eine Pampelmuse oder wie eine Pampelmuse sonst noch heißt.
Also der Ehemann wusste es nicht und es hat mich ein wenig schockiert, dass der Ehemann sowas nicht weiß. Ja, ich hatte leider eine ganz furchtbare Kindheit, Ja, deswegen. traurige Kindheit. Er kennt so viele Sachen nicht. Ich glaube, der hat immer im Keller wohnen müssen oder unter der Treppe wie Harry Potter oder so. So, also Pampelmuse. Dann habe ich geholt eine kleine Wassermelone. Also die ist auch nicht sehr viel größer als die Pampelmuse. Damit sie auch aufgegessen wird, weil wir haben dann immer voll Lust da drauf, schaffen dann eine halbe Wassermelone und die restliche Hälfte muss ich dann dem Hund klein schneiden oder so. Ich meine, ist ja nichts Giftiges für den Hund, der isst die auch super gerne. Aber da die relativ teuer sind, möchte ich das dann nicht immer dem Hund geben. Von daher, kleine Wassermelone, große Pampelmuse, eine Tüte Möhren, zwei Hokkaido-Kürbisse, ich freue mich. Hatten wir jetzt lange nicht. Oder ich. Ich bin ja die Einzige, die das isst. Da freue ich mich schon drauf, mir den zu machen. Auch dann vielleicht mit Speckwürfelchen rein und dann im Backofen mit einer leckeren Soße. Ein paar Gnocchis dabei oder so. Mal schauen. Dann habe ich hier noch so ein süßes Duo. Ein Blumenkühlchen. Also, das passt in meine Hand. Das ist nicht groß. Und einen Brokkoli. Zusammen sind das 500 Gramm. Ja. Hilft davor, dass irgendwas verschwendet wird. Das brauche ich noch. Dann durften mit etwas größere Tomaten. Die Cherry-Tomaten sind manchmal so doof für aufs Brot. Die haue ich mir gerne in den Salat. Aber wenn ich dann so Scheiben haben möchte für aufs Brot, sind halt größere besser. Deswegen einmal etwas größere Tomaten. Tomarondo-Tomaten. So, weiter geht's. Das, die Bowlingkugel hier, habe ich noch nie gekauft. Zumindest nicht in dieser Form. Es ist ein wunderschöner, super schwerer Rotkohl. Ich werde selber Rotkohl machen. Und auch einmachen. Ich hoffe, das funktioniert dann alles so, wie ich mir das denke. Ja, habe ich gedacht, probiere ich mal aus. Und wenn das gut ist, dann haben wir erstmal einen Vorrat in Gläsern eingeweckt. Ja. Habe ich mir so gedacht. Eine Gurke durfte mit. Eine haben wir noch im Regal liegen. Es durften sechs Äpfel mit. Zum so essen, für in Quark Bowl oder um mal vielleicht was Süßes zu backen. So, mal schauen. Und fünf oder sechs Bananen durften mit. Dann haben wir hier noch Katzenfutter von Zoo Royal mit Rind, Erbsen und Karotte. Das hier ist wieder von Zoo Royal, das mit Geflügel. Und hier haben wir von Felix, das war im Angebot. Jetzt schlagt mich aber nicht, ich habe keine Ahnung, wie teuer das jetzt war. Von Felix, wo steht denn da? Köstliche Mischung aus Huhn und Truthahn mit Gemüse. Ja, dann haben die Mieze-Muschis mal wieder ein bisschen Abwechslung in ihrem Napf drinne. Und zu guter Letzt kommen noch die Sachen, die ich dann zum Brotbacken haben möchte. Und zwar habe ich geholt Sesam ungeschält. Also es sind ganze Körner, man kann auch nicht reingucken. Es sind ganze Körner, nicht geschrotet oder so. Kürbiskerne, da freue ich mich schon drauf. Ich liebe Kürbiskerne. Und Sonnenblumenkerne. Ja, diese drei werde ich auf jeden Fall zu Brot backen. Da freue ich mich. Und dann ist das ganz für mich alleine. Weil hier ja sonst niemand Körner isst, weil die bringen einen ja um. Ja, böse, böse Körner. Böse, böse Körner. Dein Zucker sind auch Körner. Bring dich auch um. Nein. Das sind Zuckerkörner. Nein, der Zucker ist nicht, der bringt mich nicht. Ja. Hast du ein Glück? Mich bringt der um, wenn ich da zu viel von esse. Ja, ihr Lieben, das war unser Einkauf. Wie gesagt, 143 Euro. Ungefähr Pi mal Daumen. Und da kommen wir jetzt erstmal wieder gut eine Woche mit aus. Ich freue mich auf den Rotkohl. Das, wie gesagt, habe ich noch nie gemacht. Ich freue mich aber drauf, das auszuprobieren. Und werde mir da ein paar Rezepte aus dem Internet raussuchen, was man da so an Gewürzen dran machen kann, um den einzuwecken. Und dann, ja, haben wir vielleicht ganz viel Rotkohl in Vorrat selbst gemacht. Ja, das war's. Hast du noch was zu sagen? Ich habe nie irgendwas zu sagen. Nee, du hast Ich darf nie. nichts sagen. Du darfst nichts sagen. Naja. Sagen Sie was. Man sieht Was? gar nichts mehr. Du bist wieder links. Würdest du mal bitte wieder rechts sein? Danke. So. Ja, Ja,
Das war's schon mit meinem Kauf. Ja, das war's. Das war's. Traurig. Ja. Ja, ihr Lieben, das war's von uns, von hier für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.